Hallo zusammen, herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Ah, 8 Stück, das ist gut. Ihr seht, ich... Doch, komm, 20. Wir brauchen richtig viel davon. Ich möchte eine Sache, die ich jetzt echt lange Zeit auch sehr sträflich vernachlässigt habe, mal eben unbedingt nachholen. Und das sind Beete. Das sind definitiv Beete. Moment, kann man das nicht einfacher machen? Wir machen das mal eben mit der Pickaxe hier. Das erscheint mir sinnvoller zu sein, das Gras erstmal zu entfernen. Ey, ein Königreich für ein Rasenmäher. Das wäre schon ganz geil, wenn es sowas im Spiel geben würde. Die Hoe ist mir einfach zu langsam her. So, das, ja, warte mal. Pass auf, ich schneide hier mal eben. Ich mache das mal eben, ich bereite das mal eben ein bisschen vor. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Ich lege mal eben mein Beet an. So, da bin ich wieder. Boah, also ganz ehrlich, ich weiß, es gibt ja doch einige Zuschauer, die sagen, nee, ich möchte das alles sehen. Nee, glaub mir, das wolltest du nicht sehen. Es ist, es gibt ja wohl nichts Langweiligeres in diesem Spiel, als momentan mit der Hoe hier so zu graben. Ne? Alle 3 Sekunden ein Schlag. Das ist übel. Das war so langweilig. Ich wollte selbst schon ausschalten. Aber dann hätte ja keiner mehr aufgenommen. Das wäre halt auch blöd gewesen. Und so, da das hier schneller geht, setzen wir jetzt mal eben kurz schnell gemeinsam hier die restlichen Sachen rein. Und dann geht es an... Ach nee, die kann ich so direkt einsetzen. Oh, habe ich lange nicht mehr eingegraben. Jep. So. Ich muss hier an der Kante aufpassen. Da backen wir öfter mal Sachen weg. Ich weiß, den Mais hätte ich auch so einpflanzen können. Mir klar. Aber hier wachsen noch mal später andere Sachen. Es werden ja auch immer mehr Kartoffeln. Und ich brauche auf jeden Fall mal was zu essen. Weil Essen wird langsam wirklich knapp bei mir. Weil ich das die ganzen letzten Folgen total vernachlässigt habe. Hier was anzupflanzen. Ist natürlich auch nicht klug. Ne? Weil, das muss ich in der Alpha 13 noch anders machen. Also wenn ich mit der Alpha 13 dann natürlich auch neu starte, das wird mein Hauptaugenmerk sein, so schnell wie möglich hochzuleveln. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 wird sein, so schnell wie möglich Essen anbauen. Und wenn es nur... Aua, wenn es nur ein bisschen ist, weil... Ich glaube, ich habe gar nichts mehr zu essen hier, ne? Echt. Fullness 5. Okay, pass auf. Nehmen wir das mal mit. Was wir brauchen, ist das Holz kann weg. Wir brauchen die Spikes, Wood Spikes. Wieder 333. Cool. Wood Spikes. Das brauchen wir nicht hier. So, genau. Das kommt weg mal eben. Die Federn können weg. Das Gras kann weg. Ja, den Rest behalten wir ja. So viel gibt es nicht zu looten, wo wir jetzt hingehen. Ich kümmere mich nämlich um... Tag 42. Wir fahren jetzt nach... Wow. Wir fahren jetzt hier den Berg hoch. Dahin, wo diese Schneezombies sind. Das ist hier oben in das Schneegebiet. Wo ich schon mal die Nacht verbringen wollte. Flanschen uns da auf ein Gebäude in der Nacht 42. Ich weiß, das ist nicht diese. Da haben wir also noch den nächsten Tag Zeit. Aber wir bereiten es schon mal vor. Das ist so meine Idee, die ich hätte. Wir bereiten es jetzt vor.
Damit wir dann da die Nacht drauf verbringen können. Weil hier... Ja, hier sind einige Zombies. Außerdem soll das so ein bisschen der Ausgleich sein dafür, dass in der letzten Folge ja nichts los war. Die Apotheke hatte ich aber schon gelootet, ne? Nur die anderen Räume noch nicht. Hier sind... Boah, schwierig. Wer kreischt denn da so komisch von der Seite? Ach, das könnte ein Schneezombie sein. Die kommen ja auch noch dazu. Ich frag mich, ob in der Horde dann Schneezombies drin sein werden. Ich glaub's jetzt aber mal nicht. Die können echt eine Menge aushalten, die Jungs. So, du hast vielleicht was zu essen dabei. Danke, es kommt genau rechtzeitig. Erstmal umdrehen so ein bisschen. Was sagt eigentlich mein Zombie-Kill-Counter? Wie ist es denn so um den bestellt? Ich glaube, das geht mit Knüppel gerade schneller. Der Spike Club ist schon wunderbar, muss ich sagen. Der ist schon richtig klasse. Oh, nochmal Moldy Bread. Und wie viele? Oh, zwei Schläge nur. Nicht schlecht. So, du auch. Und du da, du wirst auch zwei brauchen, wenn nicht mehr. Nee, zwei nur. Und jetzt haben wir sie dann hoffentlich alle. Oh, mehr oder weniger. Oh, das ist gut. Ein Medikit nehmen wir immer gerne mit. Oh Mann, ey, sind das viele. Ich muss aufpassen, dass ich mir nicht gleich irgendwas breche, weil ich hier in so einem... Okay, das machen wir doch einfach mal so. Ganz ehrlich, was ist das nicht normal? Wo kommen die denn alle her? Ich meine jetzt nochmal so viele. Das ist doch jetzt eine Wanderhorde, oder nicht? Wieso spawnen denn hier so viele? Normal kann das nicht sein. Das kann nicht normal sein. Das waren ja mal eben hier, ich weiß nicht, wie viele Zombies jetzt? 50 Stück waren das doch bestimmt, oder? Wer soll denn hier die Fleischbeere nachher entsorgen? Und da kommen schon wieder drei neue. Das ist doch hier so ein Instant-Spawn oder so. Normal ist das nicht. Wie sieht der denn aus? Okay, da müssen wir mal unbedingt mal eben ein Foto von machen hier. Von dieser Aktion. Das geht. Da könnt ihr meinen, ich habe hier... Man könnte meinen, das sind Schneeberge. Dabei sind das diese Blutberge. Das ist schon ziemlich bäh, finde ich. Ja, komm rauf. Danke. Oh, Moment. Das kommt weg. Öl nehme ich gerne mit. Weißt du was? Use. So. Dann machen wir Eat. Und Eat. So. Dann können wir auch das Papier mitnehmen.
Na, was haben wir hier? Nochmal Öl. Schön. Und ja, gut, sonst haben wir hier alles gelootet. Das ist ja der Hammer. Auch in der Apotheke war ich drin, ne? Da bin ich mir relativ sicher, dass ich in der... Natürlich war ich in... Da bin ich durchs Fenster hier, ne? Genau. Das Auto sieht merkwürdig aus. Ihr habt noch auch noch nie so ein vollgeschnalltes Auto gesehen. Ihr wollt mich verschaukeln, ne? Wir können doch nicht noch mehr sein hier. 13:08 Uhr. Oh. Shotgun. Ah, so Slugs-Schematics. Die hab ich. Die können wir nicht. Jetzt können wir sie scrappen. Okay. Komm, bei dir mache ich auch mal eine Ausnahme. Und du kommst wo raus? Oh, das nehme ich aber... kann ich gerade gar nicht aufnehmen. Okay, das grappen wir. Da können wir uns eine Bandage draus herstellen. Das kann weg. Das grappen wir. Ich hätte ganz gerne das Fass aufgenommen, bevor der damit Unfug anstellen kann. Das muss ich nämlich nicht haben. Ach, er ist draußen, ne? Es ist schön, dass du dich da durchgeprügelt hast. Weil ich glaube, da hinten finden wir hier bestimmt auch... komm. Wenn ich alles so viel hätte wie Led, dann wird es mir viel besser gehen. Wow. Okay, nehmen wir das mit. Drink. So, das ist doch mal gut ausgenutzt, ne? Oder? Oder wie seht ihr das? Ich würde sagen, komm, ich muss nicht alles an Duct Tape mitnehmen. Ich hätte gedacht, dass hier sowas ähnliches wie ein Safe drin ist. Mich verjagt. Was zum Geier taucht denn da auf? Das klingt ja grausam. Oh, ich mag die nicht. Die halten so unglaublich viel aus. Okay. Eigentlich wollten wir hier ein Haus vorbereiten. Welches nehmen wir denn mal? Ich würde sagen, das hier. Das hier bietet sich irgendwie an. Oh na, da ist auch noch was drin. Das kann doch nicht angehen. Ihr müsst doch mal... Okay, krasse Scheiße. Ah, cool, und Bär ist auch noch in der Nähe. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Hast du auch noch mal Munition? Ja. Super, und? Okay, Scrap. Kann ich beides. Aber nochmal Mini-Bike-Buch ist natürlich auch... Irgendwie der ausgestreckte Mittelfinger für alle Zuschauer, die noch keins haben. Boah, da kann ich nichts für. Das ist, da kann ich nichts für. Wirklich nicht. So, ich nehme mir vor, dass wir uns außen hier hochbauen oder so. Genau, das würde ich machen. Deshalb tauschen wir hier mal eben durch. Und, knallen hier mal in das Haus ein paar von den Dingern rein. Das könnte vielleicht ganz lustig sein. Als, ja, also auf dem Ding möchte ich ganz gerne die Nachthorde verbringen. Es lohnt sich in der Alpha-12 für mich jetzt nicht mehr was zu bauen. Wirklich nicht. Ich werde mir also in der A12 nichts Großartiges bauen, glaube ich. Ich werde dann lieber so Nomaden-Dasein genießen und, ein bisschen durch die Gegend fahren mit meinem Moped und so. Ich weiß nicht, vielleicht überkommt es mich ja noch und ich baue doch noch mal was, aber
Oh. Oh. Der Bär im Haus. Der ist ja wirklich im Haus, der Bär. Okay, schwierig. Mal gucken, die laufen doch jetzt irgendwie an mir vorbei hier, oder? Okay, man hört, wo sie angekommen sind. Das ist das eklig. Ich muss hier mal hinweg, bevor der Bär auf die Idee kommt, dass ich interessant sein könnte. Ich bin nämlich gar nicht interessant. 16 Uhr, hier können wir auch nochmal richtig schön was looten, aber nicht jetzt in unserem Zustand, weil Taschen voll. Okay, da laufen sie entlang. Ups. Das ist ungünstig. Das ist nicht so richtig gut. Laufen wir mal weiter hier. Ach. Ach kommt, Jungs. Och, ey, lass mich doch in Ruhe. Oh, ey, Mann, lass dich doch in Ruhe. Ich will doch nichts, außer hier das Haus ein bisschen abzusichern. Das kann doch so schwierig nicht sein, oder? Oh, oh. Oh Gott. Es ist doch nicht normal, wie viele Zombies... Ja gut, das war jetzt die Horde, aber normal ist das nicht, finde ich. Oh. Also das Zeug wirkt echt genial, ne? Guckt euch das an. Die sind da nur so ein bisschen drüber. Richtig geil. Ich wollte es ja an ihn nicht glauben. Die waren mal schlecht. Die waren mal echt nicht mehr gut, nachdem die genervt worden sind. Und ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht der Vergleich zu den anderen, den ich jetzt hier, sondern... Die müssen gebufft worden sein. Geht gar nicht anders. Irgendwie müssen die gebufft worden. Oh, was ist hier los? Das ist unglaublich, was ich hier an Zombies heute umgebracht habe. Scrap. Schade, kann ich auch schon. Und die kommen immer in so... Also... Da kommen ja schon wieder vier. Das kann echt eine lustige Sache werden. Geht. Geht. Moment. Ne, komm. Echt jetzt? Nochmal drei da hinten. Es ist doch unglaublich, was hier los ist. Zwei. Ich dachte schon, der Baumwelle ist noch ein Zombie. Aber wirklich von der schieren Anzahl her ist das doch... Also wenn ich es nicht selbst sehen würde, ich würde schon nicht glauben wollen. Das finde ich echt merkwürdig, dass das so viele sind. Und schon wieder kommt irgendwo ein Schneezombie her. Ich muss nur dann denken, einen Platz nachher zu haben, wo ich mich noch hochbauen kann. Das wäre ganz reizend. Aber diese Spikes sind echt mal geil.
wirklich der Hammer. Ja, komm, leck mich, stirb doch. Danke, sehr rücksichtsvoll. Hier kommen schon wieder so viele. Das ist nichts. Man kann das nicht in Worte fassen. Wirklich nicht. Schon wieder drei. Wo? Haben die kein Zuhause oder was? Ich verstehe das nicht. Könnt ihr mir eigentlich mal in die Kommentare schreiben, ob wenn jemand von euch so mutig ist und im Schneebiom baut. Ist das da immer so oder ist das hier schon eher ungewöhnlich, was hier passiert mit dem mit den Mengen an Zombies? Ich kann das gar nicht beurteilen. Noch so einer hier. Ach, Junge. Komm. Wir machen das mal schnell. So, die Seite müssen wir mal eben verkleiden. Wir brauchen sowieso nicht alles, aber da wir ja nicht wissen, aus welcher Richtung die Nachthorde kommt. Vielleicht können wir die ja wirklich mal schön um das Haus rumherum lotsen oder so. Das wäre lustig. Dann muss ich mich hier nur irgendwo ein bisschen hochbauen und gut ist. Genau. Und wenn sie ins Haus einlaufen, haben sie sowieso verloren. Dann kommt auch keiner mehr lebend raus. Das kannst du aber vergessen. So. Okay. Super. Dann haben wir schon mal eine Unterkunft für die nächste Nacht. Wie ich dann von der lebend runterkommen soll, da mache ich mir dann Gedanken zu. Jetzt auch schon 20 Uhr. Man kriegt die Zeit hier oben nicht mit, weil das so hell ist. Das heißt, wir... Nee, warte mal, wir haben doch... Aha. Wir können doch, aber... können wir doch machen. Wir können doch hier noch ein bisschen looten. Nee. Die wirklich wichtigen Sachen behalte ich aber hier. So. Die Sachen können da rein. Pass auf, dann gehen wir da nochmal looten. Hier in das Nachbarhaus. Das können wir eigentlich nochmal machen. Dann machen wir diese Folge auch einen Ticken länger. Doch irgendwo eine Fire Axe mitgehabt. Dann schlagen wir uns hier mal eben durch. Vielleicht gibt es hier doch noch was Nettes. Na. Ich muss jetzt auch nicht alles zu Scrap verarbeiten. Ja, das nehmen wir mal mit. Lilanes Plateshirt ist sicher nicht. Sicher nicht falsch. Ich glaube, irgendwo müsste hier noch. Ein Schreibtisch oder sowas. Ah, da ist er. Ja, nehme ich mit. Nee, mit dem Stoff. Ich will mich da jetzt gerade gar nicht mit aufhalten. Scrap. Ach, deshalb konnte ich es nicht scrappen, weil da noch im Crafting-Vorgang irgendwas war. Das geht für mich schneller als... diese Skullcaps da zu scrappen. Da habe ich keine. Habe ich gerade keine Lust zu einfach. Den nehmen wir. Okay, das machen wir mal ausnahmsweise. In dem Fall finde ich, bin ich mit dem originalen Spielmenü in der Mitte immer noch. Das wäre albern, wenn ich das andere weggeschmissen habe. In diesen Häusern war doch mal mehr drin. Oder nicht? Mir war doch so, dass hier mal mehr drin war. Okay, looten wir noch eben schnell die Küche. Das können wir machen. Wir hatten da jetzt eben das Licht angemacht. Das sah ja schwierig aus. Okay. Direkt Scrap Iron im Ofen. Ist ja auch merkwürdig.
Habe ich auch noch nicht gehabt. Ach, es geht noch nach oben. Jetzt ist aber blöd, weil jetzt laufen sie. Okay, ich will nach Hause. Du kriegst es hier nicht mit. Aber ich will nach Hause. Die rennen jetzt ja. So, das war aber höchste Eisenbahn. Als hätte jemand das Licht ausgeschaltet. Das ist da so hell im Schneebiom. Ich freue mich schon so ein bisschen auf die Nachthorde da, weil wir wahrscheinlich unheimlich viel sehen werden. Jedenfalls cool. Wenn das so wäre. Wieder die obligatorische Hornisse. Search Minibike. Wir können ja eigentlich mal ein paar Sachen einsammeln, um können wir direkt gleich mal essen. Woodspikes. Ah, komm. Du auch? Nein, Quatsch, das wollte ich gar nicht. Die hätte ich ganz gerne mal eben. Der Rest kann da drin bleiben. Gerade mal so, das wäre jetzt nicht so der Riesenverlust. Ja, ich weiß, der Honig. Okay. So, dann sortieren wir es doch erstmal weg hier. Moment, es kommt doch eigentlich. Achso, ich habe mir da schon welche hergestellt. Okay. Dann scrappen wir das. Dann kommt das mal da rein. Das Papier kommt da rein. Dann schnappen wir uns mal den Stoff und dann können wir Repair Kits herstellen. Wie blöd. Aber richtig viele. Genau. So. Habe ich das Scrap Metal an mich genommen? Nee, habe ich nicht. Supply, das sortieren wir hier mal ein. 250 Shotgun-Schuss sieht gar nicht mal so schlecht aus, muss ich sagen. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Der Stoff kann zurück. Das ist das. Okay, super. Und zwei Schießpulver. So ein paar Waffenteile. Das kommt da rein, das kommt da rein. Ich muss sagen, ich glaube, dass ich momentan gar nicht mal, also für meine Verhältnisse recht gut, diese Repair-Funktion benutze, ne? Haha. So, Scrap Iron. Genau. Darauf kommt es mir jetzt an. Wir gehen damit nochmal eben vor die Tür. Ah, 7 Schuss. Okay, das wird wohl lang. Und gucken mal. Ja, ist ja gut. Ob wir das hier nicht mal eben aufwerten können. Okay, das geht reicht auf die Entfernung. Bin ich ganz froh drüber. Sonst würde ich hier womöglich noch sterben. Komisch, jetzt endet diese Folge hier so wie die andere irgendwie. Na, ich will nicht sagen, begonnen hat, aber. Ja, also ich würde mich jetzt an dieser Stelle verabschieden. Ich mache das hier mal in der Nacht eben alleine. Alleine weiter fertig. Das nehme ich aber doch mal eben. Ja. Ich mache das hier mal eben alleine fertig und ich würde mich freuen, euch in der nächsten Folge wiederzusehen. Und wie gesagt, die Nachthorde plane ich dann im Schneebiom auf dem Haus da zu verbringen. Wer hätte jetzt was anderes gedacht? Und ich mache mir da auch nicht ernsthaft große Sorgen, dass ich das nicht überleben könnte. Es soll jetzt nicht großkotzig klingen, aber wir wissen jetzt, wie die Spikes wirken. Das ist ein Steinhaus und ihr könnt mal da ja mal eure Meinung zu schreiben, was ihr glaubt, wie safe ich da bin.
nehme ich anscheinend jetzt ein leichtes Problem. Da ist nichts mit Aufwerten an der Stelle. Das kann ich jetzt vergessen. Das hätte ich mir vorher überlegen müssen. Okay, dann bin auch ich hier fertig und habe jetzt Feierabend. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ich euch nächstes Mal wiedersehe. Bis zum nächsten Mal.